Naja, also ich glaube, da hat irgendjemand erkannt, bevor er das Musical dann schrieb, dass in den Texten von Udo Jürgens Referenzpunkte für ganz viele Leben, für die meisten Leben irgendwie liegen. Und dass man daraus eine berührende Geschichte machen könnte, würde man diese Lieder verwenden, um anhand ihrer eine Reise eines Lebens zu erzählen. So. Und insofern bedeuten die Lieder für den Film, dass sie einen Gehalt haben, gefühlvoll sind, Identifikationspotenzial haben und, wenn man sie richtig zusammensetzt, eine Geschichte beschreiben können. Von Liebe und Verlieren und herausfinden, was wirklich wichtig ist und wiederfinden und vielleicht festhalten und das Leben genießen oder so. Oder das Leben mit all dem, was es braucht, sich zu nehmen. Und ja, und genau das hat es bei mir auch gemacht. Da gibt es nicht eine Sache, die mir jetzt am meisten gefällt. Ich finde, es ist ein sehr schöner Film geworden, der beschwingt und gute Laune macht und gleichzeitig einen berührt, sogar vielleicht was anstößt, dass man sich denkt, wieso habe ich das gehen lassen oder sollte ich mich nicht darum endlich wieder kümmern oder ich komme jetzt hier raus aus dem Kino und jetzt rufe ich sie an oder jetzt rufe ich ihn an oder jetzt reiße ich das nochmal rum, das, was ich habe so schleifen lassen in meiner Angst vor mir selbst, der Nähe und so weiter. Also, dass ich denke, dass dieser Film die Fähigkeit hat, Menschen im Positiven aufzuwecken und sie mit offenem Herzen aus dem Kino kommen zu lassen. Ich fand es nicht schwierig. Für mich war es, ich fühlte mich ziemlich Fisch im Wasser mäßig. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich habe sofort natürlich gewusst, und da nähert man sich ja ran durch Proben mit den anderen Schauspielern, durch Kostümproben, durch Set-Begehungen, durch das Drehbuch an sich, zu wissen, was für ein Timing ist da gefordert, was ist das für ein Genre halt, ne? Wo siedle ich mein Schauspiel an? Ist es jetzt hier irgendwie ein Drama und voll naturalistisch oder ist es was immer eine gewisse Erhöhung, Überhöhung vertragen kann oder sogar braucht? Und aber da in dieser Überhöhung trotzdem nicht die Wahrhaftigkeit zu verlieren, hat Spaß gemacht, fand ich. Genau, wir haben dann mitgesungen. Dann ging die Musik an, zu der man tanzte und zu der man schon gesungen hatte und zu der sang man dann in der Szene erneut, aber dann wurde später dann die Studioaufnahme drüber gelegt, in den meisten Fällen. Ja, das ist natürlich nicht dumm und es stimmt ja auch. Wir alle sind ja gefangen in einem Bild von uns selbst, was andere von uns haben und wir selber von uns haben und was sich über unser Leben halt immer mehr zementiert und was viel Arbeit braucht, um wieder abgebaut zu werden. Die Fähigkeit zu sagen, das ist eine Vergangenheit und das bin ich gar nicht, weil das ist nur eine Geschichte, die ich mir selber über mich erzähle. Das ist eine buddhistische und wahrscheinlich irgendwann, wenn man schon zum Mönch geworden ist, möglich. Da ist so ein Gedächtnisverlust einfacher.